Hallo, ich bin Andreas, Ingenieur für Versorgungstechnik und auf Baustellen habe ich voll den Plan. Nachdem wir ein Lüftungskonzept erstellt haben, fertigen wir 3D-Pläne an, um Durchflussplanung und auch Lüftungszentralen zu planen. Ein Teil von Andreas sind Aufgaben aus dem Entwurf und Planung von Bauprojekten. Dafür braucht ihr nicht nur eine gute technische Wissen, man muss auch gut am Team schaffen können. Besonders gerne mag ich meinen Beruf, weil er unheimlich abwechslungsreich ist, weil ich Interesse daran habe, neue Technologien auszuprobieren, weil ich viele interessante Projekte sehe und weil ich unheimlich viel Kontakt mit interessanten Personen habe. Dies ist ein Montageplan, den habe ich jetzt zu prüfen und gegebenenfalls freizugeben. Also Beruf ist extrem passionant, weil er auch extrem variabel ist. Da habe ich mich nicht nur mit Technik zu tun, auch mit ganz vielen anderen Wollen, wie Energie, wie ganz viel mit Clio, mit Architekten, mit vielen Intervenoren. Das ist einfach passionant, für mit vielen Leuten zu dienen über verschiedene Themen. Die Verantwortung ist relativ groß, gerade im Thema Brandschutz, da wir da schauen müssen, dass alles eingehalten worden ist, weil es sonst ziemlich gefährlich werden kann. Ich bin hier auf der Baustelle und überprüfe die korrekte Montage der von uns geplanten Anlagen. Wie oben zu sehen, passt's. Hier überprüfe ich die korrekte Montage der Brandschutzmanschette. Zudem kontrolliere ich das Einhalten von Montagevorschriften. Dabei ist ein genaues Arbeiten extrem wichtig. Ich habe Versorgungstechnik studiert, Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung. Dabei ist unter anderem wichtig Technische Strömungslehre, Fluidmechanik und Klimatechnik. Darum dreht sich viel in meinem Job: Lüftungskanäle. Nachdem ich meinen Rundgang abgeschlossen habe, schreibe ich ein Baustellenprotokoll und versende dies an die entsprechenden Firmen. So, das war's für mich heute. Mein Job ist getan. Ich gehe jetzt nach Hause mein eigenes Haus bauen. Eddie. Salut, c'est Barbara. Je suis ingénieure en génie climatique. Je gère le chaud et le froid pour assurer le bon fonctionnement des bâtiments. Donc dans le cadre de notre travail, nous effectuons aussi des simulations thermodynamiques avec un logiciel qui s'appelle Design Builder. Als Ingenieur ist Barbara für alle Berechnungen vom Projet responsable. Hat que zu all moment während dem Projet gebraucht. Nous rédigeons également des appels d'offres dans le but de retenir l'entreprise la plus intéressante et la plus performante. Ici, je vérifie et je contrôle les plans des dessinateurs. Pour être un bon ingénieur, il faut être créatif, avoir un esprit d'équipe flexible et d'être aussi rigoureux. Donc je pense que c'est ça les critères qu'on attend avant tout. Nous rencontrons aussi des fournisseurs pour nous aider à nous mettre au courant de toutes les dernières technologies. L'innovation fait partie de notre métier, c'est très important d'être toujours à la pointe de la technologie. Voilà, nous sommes ici dans notre salle de réunion. On a réussi à mettre les plans en trois dimensions. Ça nous permet de voir s'il y a des conflits et de pouvoir les gérer. J'aime bien toucher à tout et je vois que dans 5 ans, j'aimerais vraiment bien être une référence dans mon métier et que les gens viennent vers moi pour me demander des conseils sur tout ce qui est énergie et surtout les énergies renouvelables. J'ai fait mes études à l'Université de Liège. Je suis diplômée en ingénieur civil et j'ai choisi l'option électromécanique. Notre mission consiste à coordonner les différents corps de métier. En cas de problème, on discute et on trouve une bonne solution. Je dois y aller, j'ai du travail, mais cette fois-ci c'est sur le chantier de ma maison. Salut !